Hi Leute, heute sind wir wieder an der Lagune, der zweite Tag. Ein bisschen weniger Wind. Mir wurde die Challenge gesetzt, vielleicht mal heute eine Backroll zu probieren. Da habe ich noch ein bisschen Respekt vor der irgendwie Drehung oder so. Und wie genau man das macht, weiß ich auch noch nicht. Im Pumpe haben wir hier eine Seite drin. Hier ist Jakobs Neoprenanzip. Großes Paket. Wir haben hier einen fantastischen Caprina Nitro. 12er. Jakob hat mir erklärt, er hat 5 Struts. Ich glaube, das gibt dem mehr Steifheit wahrscheinlich oder Stabilität, könnte ich mir vorstellen. Soll aber ein bisschen mehr Gewicht sein, also bei den Conditions vielleicht meint Jakob seinen Dreier besser. Aber ja, sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Legen wir uns den hier mal hin. Dann schraube ich die Kappe ab und da kommt jetzt die Luft rein. Mit dem kleinen Seilchen hier mache ich den Kite jetzt an der Pumpe fest. So, zack. Auch noch wichtig ist, der Kite liegt in Richtung Wind und ich zeige Richtung Wind. Dann kommt die Abdeckung wieder drauf und Chef hat gesagt, der Kite ist voll, wenn er so ein Klopp-Geräusch macht. Hast du eine Anzeige? Wenn er grün ist wahrscheinlich. Ich lege mir den jetzt so hin, dass ich ein bisschen Platz für die Line habe. Und der mittlere Strut soll Richtung Wind zeigen. Ja, von wo kommt der Wind? Das stimmt, glaube ich. Wir haben hier die Bar, die ist hier fix gemacht mit 2 Gummis, die mache ich ab. Und dann starte ich mit den ganzen Festmachteilen beim Kite, lege ich da jetzt hin und Downwind, also mit dem Wind, lege ich sie dann einmal aus. Wieso Downwind? Damit ich lege die Downwind aus, damit die nicht wegfliegen. Richtig. Wie lang die Leinen sind? Ich denke, die Leinen sind so 20 Meter lang. Jakob, ist das richtig? Ja, 22. 22 Meter. Die Bar ist abgewickelt, wie ihr sehen könnt, und die weiße Seite lege ich bei mir jetzt auf die rechte Seite zum Kite, weil der Kite ja umgekehrt auf dem Boden liegt. Nichts. Keine Ahnung. Ja, also ich soll mal die Bar beschreiben. Wir haben hier die Bar. Dann haben wir hier etwas, womit man den Kite ein bisschen trimmen kann, was die Power angeht. Der Adjuster ist das hier. Mir wurde gerade erklärt, was hier was ist. Wir haben hier einmal die beiden Steuerleinen, mit denen wir den Kite lenken. Dann sind das hier die beiden Centerleinen, darüber kommt auch die ganze Kraft. Die sind hier verbunden. Das geht an unser Trapez ran, also hier. Das hier ist der schicken Loop. Das hier ist der schicken Dick. Der wird später zum Sichern reingemacht, dass wir uns nicht versehentlich einfach ausklinken aus dem Trapez. Dann ist hier die Safety. Die kommt an das Ding hier ran. Und die wird hierüber ausgelöst. Das heißt, wenn wir hier dran ziehen, dann wird die Safety ausgelöst und der Kite wird ins Wasser fallen, ohne viel Kraft zu haben. Ich werde jetzt den Kite befummeln und die Line einmal durchkämmen bis zum Kite hin. Mir wurde gesagt, man kann das auch mit einer Hand machen, dann hat man die andere frei. Ich bin cool, mach's mit beiden Händen. Als nächstes werden die ja festgemacht. Dazu, kommt mal her, nehmen wir uns den hier und bilden eine Schlaufe. Das sieht folgendermaßen aus. So, schieben das Stücken hier durch die Öse durch, drücken das durch und dann bildet sich so eine Lasche hier. Und wenn da Druck drauf kommt, dann zieht sich die quasi fest und hält den Knoten von den Steuerleinen und von den anderen Dingern fest. Zeigen wir euch. So, Freunde, ich werde mich jetzt mal einfummeln in die Bar. Dazu nehme ich mir als allererstes die Safety. Die kommt hier in diese Öse rein. Als nächstes nehme ich mir den schicken Loop und mache den hier in mein Trapez. Und dann den schicken Dick da durch, damit ich nicht mehr rausflutschen kann. So schaut das aus. Ja, und dann braucht ihr noch jemanden, der euch startet. Also ich hatte eben gezeigt, dass der Wind ungefähr so kommt. Das bedeutet, dass jetzt hier unser Windfenster quasi irgendwie so wäre. Der Kite liegt hier und ich gehe jetzt einfach einmal gleich an den Rand des Windfensters und werde dann sehen, sobald der Kite Spannung bekommt, dann kann man ihn eigentlich starten. Genau, ich gehe dann noch ein kleines bisschen weiter und dann bekommt er Power und sobald ich merke, okay, jetzt wird er hochgehen, dann gebe ich das Zeichen und der Kite wird abheben. So, Freunde, ist auf jeden Fall super wenig Wind. Man muss den hier schon so ein bisschen hin und her fliegen, damit er nicht auf einmal runterfällt, gefühlt. Eben ist er mir einfach ins Windfenster quasi geplumpst. Da soll man dann die Bar wegschieben, da kommt er ein bisschen hoch, dass er auch dann nicht zu sehr powert, wenn er sich wieder fängt. Ich probiere mal, was ich da machen kann, ob ich ein bisschen fahren kann und wie das Ganze so wird. Bei wenig Wind ist das immer ein ganz schönes Stück schwieriger. Bar nicht ganz ranziehen, aber Leichtwind gibt es so ein zwei kleine Techniken, mit denen man den relaunchen kann. Ich zeige gleich mal eine. Manchmal muss man ein bisschen geduldig sein. Du siehst ja, stellt langsam auf, aber ist schwierig. Das ist eigentlich eine Technik, die nicht viele Anfänger machen. Genau, oder?
Aber sowas passiert eigentlich nur bei Leichtwind, weil so kannst du dir vorstellen, der liegt ja direkt in der Powerzone. Das nochmal einen Meter zurückgehen. Okay. Man kann auch einen Kite selber landen. Funktioniert nicht immer und ist nicht die tollste, schönste Material. Also nicht die tollste Möglichkeit, aber ich probiere mal. Es kann witzig aussehen. Achtung! Nice, oder? Ja. Ja, jetzt lege ich hier für Felix die Leine auf. Meine Leine kann man verschieden aufwickeln. Ich lege sie gerne über Kreuz. Man kann sie auch einfach gerade aufwickeln. Das ist eigentlich relativ egal. Der Wind hat nochmal zugenommen. Das heißt, jetzt wird es nochmal probiert. Backwool, der kommt danach von Felix. Okay, jetzt hier nochmal eine Wende. Wind ist ordentlich da wieder. Das heißt, jetzt wird das Ziel probiert. Die Backroll. Ich gehe davon aus, dass ich mich fett maulen werde. Vielleicht werde ich auch erstmal nur so ein bisschen antäuschen oder sowas. Mal gucken, mal, wie das sich anfühlt, überhaupt das Board so mir vielleicht reinzuziehen. Da passiert nicht viel. Du musst ja nur darauf achten, dass du den Kite nicht verreißt und probierst diese Kurve mit dem Board zu machen. Genau. Und die Hüfte eindrehen und mit dem Kopf über die Schulter schauen und dann kommst du direkt in eine Rotation. Das ist relativ einfach. Du kannst ja gleich schauen, wie es sich für dich anfühlt, ob du es probieren willst. So, Freunde, das war heute der Tag mit Kite Action. Es hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich habe mir richtig Bock, eigene Ausrüstung zu kaufen. Leider geht es ja bald schon nach Hause. Vielleicht aber morgen nochmal. Da ist ordentlich Wind angesagt. Und jetzt gibt es leckere Burger.